Ich wurde durch eine Fehlbildung mit vier Beinen geboren. Mein Name ist Myrtle Corbin und das ist meine unvorstellbare Geschichte. Ich wurde am 12. Mai 1868 im Lincoln County, einem US-Bundesstaat in Tennessee, USA, geboren. Mein Vater, William Corbin, ein Veteran der Konföderierten aus Georgia, hatte nach dem amerikanischen Bürgerkrieg mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Familie zog nach Blount County, Alabama, wo er meine Mutter Nancy traf und 1865 heiratete. Zusammen zogen sie zwei weitere Töchter groß, bevor ich, Myrtle, mit einer Seltenheit zur Welt kam, die mich mein ganzes Leben lang prägen sollte. Die Pygus, eine doppelte untere Körperhälfte. Ich wurde mit vier Beinen und zwei entwickelten Becken samt der dazugehörigen Ausscheidungs- und Geschlechtsorgane geboren. Dipygus wird auch als kaudale Duplikation bezeichnet und ist eine sehr seltene angeborene Fehlbildung mit Doppelanlage von Organstrukturen des Beckenbodens und der unteren Wirbelsäule. Schon im zarten Alter von 5 Wochen präsentierte mich mein Vater auf Jahrmärkten und Zirkusveranstaltungen, um unsere Familie ernähren zu können. Im Alter von 14 Jahren wurde ich Teil des Wanderzirkus von P.T. Barnum. Bei ihm verdiente ich $250 pro Woche, ein Vermögen, das es meiner Familie ermöglichte, den Kopf über Wasser zu halten. 1886, mit 18 Jahren heiratete ich James Bicknell, einen angehenden Arzt. Mit ihm verließ ich das Rampenlicht und gründete eine Familie. Die Erfahrung, in beiden Unterkörpern schwanger zu sein, war ebenso außergewöhnlich wie herausfordernd. Ich wurde nicht nur im linken, sondern auch im rechten Unterkörper schwanger. 1909, im Alter von 41 Jahren, fand ich mich erneut im Rampenlicht wieder. Ich trat in Museen und Zirkussen auf und verdiente bis zu $450 pro Woche, bevor ich mich nach und nach wieder aus dem öffentlichen Leben zurückzog. Anfang 1928 wurde eine Streptokokkeninfektion am rechten Bein diagnostiziert. Streptokokken sind eine Gruppe von Bakterien, von denen einige Arten verschiedene Krankheiten verursachen können. Leider überlebte ich die Infektion nicht und starb später im zarten Alter von 59 Jahren.